So, ich finde es eigentlich wirklich ganz cool, wenn man die Zauber auch... Oi. Okay. Wenn man die Zauber untereinander ein bisschen tauschen könnte. So, Körperbonus sehe ich jetzt als ziemlich nützlich an. Deswegen, Cell, du warst zwar sehr stark... Boah, 204 Stärke hat der! Das Maximum ist 255, also das Maximum überhaupt, ne? Nur so als Info am Rand. So, okay, aber du wirst jetzt ein bisschen Stärke verlieren, weil ich Körperbonus ziemlich... Also ich möchte den Körperbonus, soweit es geht, nutzen. So, und du hast die Brothers of Destruction. Ja, ich habe gerade ein kleines Problem. Das ist richtig. Wie sieht's denn aus? Hat der Tomberry vielleicht eine dritte Ability? Hat er eine dritte Ability freigeschaltet? Wie heißt die Ability überhaupt? Ability mal 3. Okay, hätte ich auch von selbst drauf kommen können. Nein, hat er nicht. Natürlich nicht. So eine Scheiße. Fuck. Ah, das ist jetzt gerade ein bisschen ärgerlich. Ich muss gerade überlegen. Der braucht die dritte Ability für sein HP Plus. Aber was hast du für Abilities? Raub und Magie. Ja, okay, das funktioniert. Was habe ich überhaupt gedacht? Jetzt Raum weg. Scheiße. Ich finde Raum nicht unwichtig, echt nicht. Aber wenn ich dir jetzt die Brothers gebe. Okay, dann kannst du wahrscheinlich erstmal gar keine Kopplung mehr, ne? Ja, okay. Wer gibt denn bei dir die Stärkekopplung? Shiva. Machen wir das vielleicht so rum. Ja, ist okay, Moment. Ich weiß, ich frage mich bitte nicht, was ich hier gerade überhaupt tue. Ich weiß es selbst noch nicht so genau. So, okay. Nein, nein, das ist doch alles gut. Das ist doch alles gut. Keine HP-Kopplung? Was ist los? Ich gehe am Stock, kann doch nicht sein. Hallo? Ja, ist okay. Meine Fresse, stell dich nicht so an. Achso, Diablos ist noch drin, genau, ja. Ja. Ah, der hat schon wieder keine Stärke-Kopplung mehr. Was tue ich hier gerade überhaupt? So, okay. Toll, aber das ist scheiße. Ja, gut. Was soll ich machen? Eigentlich war es jetzt eine ganz... Hä? Die Lösung war an sich jetzt doch ziemlich gut, muss ich sagen. Hä? Wie habe ich das jetzt geschafft, dass jetzt jeder alles hat? Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Aber ist ja nicht schlimm. Ich... Hauptsache, es ist alles Paletti. Kioppa. Wobei, das Melden ist wahrscheinlich schon besser, ne? Kann ich direkt mal gucken? Ne, geht leider nicht. Schade. Das wäre zu geil gewesen. Zustandsangriff mit Melden, ey. So, was gucken wir hier mal rein? Ich glaube, ich wollte gerade mit 30 gesehen. 33. 31. Ich weiß gerade 45. Ach, Tornado, okay. Ach, ich will wieder auf Seite 1, okay. Gut. Trefferkopf übrigens beim Squall herzlich wenig. So, okay. Wie sieht's denn aus? Du hast jetzt Körper plus und Stärke plus. Hervorragend. Du hast jetzt Magie plus. Und da unten ganz viele Abilities, ey, die ich alle nicht einsetze. Krasse Scheiße. Aber ich möchte halt lieber auf Items gehen und ne, so weiter. Und du hast den HP-Bonus. Ist eigentlich okay. Ist wirklich okay, so wie es ist gerade. So. Nur bei Stärke packst du nochmal eben kurz Tornado rein. 70, 72. Ich hab's immer noch nicht voll, okay. Ja, okay, ja, egal. Der soll ja auch nicht so stark sein beim Raum, ne? Ich glaube, das Grande Alo haben wir, glaube ich, schon mal. Ich mache jetzt nur noch den einen Kampf jetzt hier. Und dann düsen wir mal weiter ab. Weil sonst kommen wir gar nicht mehr voran heute. Ich meine, das Grande Alo, haben wir, glaube ich, schon mal in der, in den Abweisern, glaube ich, getroffen, wenn ich mich nicht täusche. Und ich habe damals auch analysiert. Aber da haben wir es doch direkt nochmal. Bleib weg, Odin. Bleib bloß weg. Okay. Tu mir den Gefallen. Danke. Nein!
Ich glaub's nicht. Aber ich glaube, das hat echt ein bisschen was gebracht, scheinbar, dass ich das ein bisschen sauber gemacht habe, die Blazy von innen. Weil er scheint es jetzt alles ganz gut laden zu können. Zack, zack. Oh, ist doch kacke, Mann. Ich finde das echt doof. Menu. Nimm, nimm, nimm. Okay. Aber wenigstens habe ich die Karte bekommen. Toll, ey. So eine Scheiße. Ja gut, ich hau mal wieder ab. Ihr könnt mir gerne sagen, ob ihr euch zufällig erinnern könnt, ob ich das Grande Alo, ja, ich sag's immer, das Grande Alo, weil es passt so schön, schon mal analysiert hab. Ich sag mal, hier in den Ebenen gibt's wahrscheinlich nur Heulechsen. Oh, Ebene, da muss ich direkt immer an Magic the Gathering denken, ey. So ein geiles Spiel. Ah, eine Nase juckt. Oh, die Doppelhacker gab's hier, ne? Doppelhacker? Ja, okay, gut. Die haben aber auch schon. Was zieht denn Excel jetzt noch ab? Aber ey, Junge, ey, ich krieg ein Rohr. Wie oft kommt der denn? Wovon ist das denn abhängig? Ich verstehe das nicht. Bestimmt so gegen so geile Gegner, wo ich mir denke, so, ja, die hast jetzt nicht so unbedingt Lust zu bekämpfen. So ein Archeodinus zum Beispiel, weil es einfach nur lange dauert. Da kommt der Penner wahrscheinlich nicht, ne? Krass. Ah, es ist so gechillt, ey. Ich liebe es, Final Fantasy aufzunehmen. Weil es ist einfach nur, ich liege gerade halb, hab die Augen so halb zu. Laber ein bisschen, ist total bequem, muss mich eigentlich jetzt nicht so wirklich konzentrieren, weil, also konzentrieren vielleicht schon. Aber jetzt nicht so, ne, dass es jetzt hier um Leben und Tod unbedingt geht. Außer bei späteren Gegnern auf jeden Fall, klar. Aber ich muss jetzt keine schnelle Reaktion haben, ich muss keine Sprünge hinbekommen und gar nichts. Und ich hau jetzt erstmal hier ab, weil hier die Ebene finde ich gerade ein bisschen, eintönig. So. Okay, also nicht, dass ich jetzt irgendwo aktuell noch größere Herausforderungen hätte. Ja, ich bin eingebildet, ich weiß. Na, ich bin nicht eigentlich, ich bin nur Realist, ja. Aber hier haben wir, glaube ich, schon fast alle Gegner besiegt, die es hier zu besiegen gilt. Beziehungsweise zu besiegen gibt auch. Wo ist denn hier ein Anlegepunkt? Ich will da hoch. Bitte, bitte. So, okay, aber dann würden wir uns schon... Ah, ne, ich glaube, ich fahre dann erstmal nochmal Richtung Norden, nachdem wir das geschafft haben hier unten. Geschafft hier, es gibt ja nichts zu schaffen. Ich düse hier blöd durch die Gegend rum und suche Gegner. Na, okay, gut, komm, wir fliegen wieder hoch. Jetzt haben wir die obere Inselgruppe, haben wir jetzt schon mal, wenn man es so nennen kann. Die untere werden wir gleich machen. Und dann gehen wir auf den westlichen Kontinent. Städte besuchen werde ich gleich auch noch. Dieser eine Streifen, der interessiert mich gerade ein wenig. Ich weiß gar nicht, ob wir da anlegen können. Was war so eine Trollinsel oder sowas? Irgendwas war hier. Irgendwas war hier. Ich weiß nicht mehr, was hier war, aber irgendwas war hier. Ich erinnere mich, ja. Was war denn hier los? Oh, Clipping Field, oh mein Gott, ich kann durch den Boden durchfliegen. Das Wüstengefängnis, okay. Auf dem Kontinent gibt es ja auch nicht mehr allzu viel zu tun. Aber ich wollte nochmal nach Dolly. Irgendwas war hier. Ich weiß nicht mehr. Ich kann jetzt nicht mit dem Finger drauf zeigen, aber irgendwas war hier. Direkt ein Kampf. Hallo? Finde ich gut. Oh, oh, wie hießen die Penner nochmal? Bizarre, genau. Oh, bizarre. Oh, bizarre. Nee, 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 nee. Blende saugen. Oh. Saugen, hätte ich das mal cool gewusst. Go Money, Draw Money, Shell und Tod ist okay. Jetzt wart mir was? Hallo? Geht's doch? Penner, ey. Scheiße, jetzt habe ich nur den, Analyse. Der hängt gerade fest im Zauber. Okay, der hängt im Zauber fest. Das ist interessant. So, aber jetzt kann ich mal einen Trick versuchen, weil sonst würde er jetzt hier abstürzen. Jetzt kann ich mal einen Trick versuchen, den mir der The Kalen gesagt hat. Und zwar, ich mache jetzt einfach mal die PlayStation einmal auf und einmal wieder zu, weil der hat sie eh festgefahren. Wenn wir Glück haben, funktioniert es dann. Einen Moment bitte.
Oh mein Gott, ein hervorragender Tipp. Wirklich. Super, vielen Dank. Echt, es hat funktioniert. Ich glaube selbst nicht. Er wurde zwar zwischendurch ein bisschen langsamer, ein bisschen gestockt, aber er hat sich nochmal gefangen. Krasse Scheiße. Du bist echt ein Profi. Ich habe gerade ein Brötchen geholt hier, so ein kleines, ne? Tut mir leid, ich dachte, es dauert länger. Gomani, eine riesige Hand, die aus der Erde ragt. In höheren Level kann sie alle unnatürlichen Zustände mit Medica kurieren. Wow. So. Sollen wir nun nicht meine wertvollen Zauber klauen? Stirb! Weißt du von den Klauen, stimmt ja. Bitch Slap! Versuch nur nochmal zu rauben. Aber leider ist der Kopf nicht da. Aber was gab's auf der Insel? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas gab's hier. Dromani, eine riesige Hand, die aus der Erde ragt. Sie kann nicht zaubern, besitzt dafür eine hohe physikalische Angriffskraft. Hat auch ein bisschen mehr Energie. Jetzt können wir einfach hier schnetzeln. Oh, Lebensring hört sich gar nicht mal so schlecht an. Oh, okay. Ich habe aufgegessen, keine Sorge. Na, noch nicht ganz. Ich hoffe, der Xell jetzt so mittlerweile kann. Ja, immerhin noch 1800, ne? Ist nicht schlecht, nicht schlecht. Ich meine, der hat 20% seiner Stärke jetzt verloren, aber dafür kriegt er jetzt pro Level einen Körperbonus von einem. Hey! So, Leviathan, hey! Auch mit dem Leviathan müsstest du eigentlich noch einige Sachen haben, die ich lernen kann. Ich glaube, ich habe sowieso jetzt gerade alles so ein bisschen vernachlässigt, gerade so. Ja, okay, du hast wahrscheinlich alles, ja. Du bist noch beschäftigt. Du auch. Du auch. Hast auch nichts mehr, ne? Oh Mann, die haben schon fast alles gelernt, das ist doof. Ah, okay, du noch nicht. Beschützen. Beschützen ist doof. Gehen wir auf Geistkopplung. Einfach mal die Kopplung jetzt erstmal hier durchkloppen. Schatten. Karbunkel. Machen wir erstmal die Heilmedizin. Erstmal immer die Abilities, also die Wandler. GF-Medizin zum Beispiel. Heilen Geist. Nee, ah nee, du kriegst. Ah, du willst Geist Plus lernen, ich erinnere mich. Und der Tombow müsste noch beschäftigt sein. Ne? Das war ja was ziemlich Großes, was er lernen musste. Aber dass das funktioniert hat. Wie hieß. Windhill Humphrey Inseln. Ich meine, dass es hier irgendwas gab. Erst Brandmonster begutachten. Ich meine, hinter einer Spitze. Vielleicht war es nur ein Dwarf oder sonst irgendwas. Aber irgendwas in meinem Kopf sagt mir, dass es hier was gab. Ja, ich habe schon gehört, dass es nur diese Kackflossenviecher sind, ey. Fokadouble. Ne, da kommt für einer. Für einer kommt der Eisenschneider. Ich stelle das raus. Bis gleich. Hey. Mein Gott. Zwischen die Kiemen geschoben. Ich habe echt Hunger gerade. Naja. Schade. Na gut, okay, komm, ich würde sagen, wir latschen einfach jetzt mal Richtung Spitze. Theoretisch können wir auch fahren, aber nö. Vielleicht, ey, hier gibt's ganz schön viele Gegner. Ich wollte nur sagen, vielleicht finden wir noch ein paar Gegner, die wir noch nicht begegnet sind. Da ist er zum Beispiel, da ist nämlich das Gesicht von den zwei Händen, was wir vorhin gesehen haben. Bam. Okay, ich musste nur checken, ob das Headset noch an ist. Was hast du denn? Biomedical Hass braucht man eigentlich alles, ist nicht so wirklich. So. Visage, ein Monster, das einem Gesicht sehr ähnelt. Es wendet Hilfszauber an, wenn seine zwei Hände dabei sind. Ist Vorsicht geboten. Okay, 600. Und schwach gegen Hody. Die, Motherfucker! Ich überlege gerade, wer am sinnvollsten wäre, dass er Raum hat. Stirb! Sprintschuhe, sechsmal. Sechsmal. Alter, was machen die denn? Also das ist bestimmt wieder auch irgendwas, was meinen GFs irgendwas geben wird. Ganz schön viele Punkte gibt das Viech hier. Heidewitzka. So. Sprintschuhe, das interessiert mich jetzt. Weil wenn das Geschicklichkeitssachen sind... Ach, wobei, ich muss hier gerade nochmal kurz was ändern. Dass der nämlich doch wieder Zauber drin hat.
Weil ich konnte das, glaube ich, doch noch nicht vollführen, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Besitzt die Kraft des Todes. Oh, kann ich das nicht einsetzen, obwohl man es theoretisch irgendwie einsetzen kann. Mega Phönix ist nicht das, was ich brauche. Ja, nani. Okay, ich scheine die Sache tatsächlich, glaube ich, nicht so haben, wie ich eigentlich gesucht habe. Die Family, hast du das jetzt gelernt? Ja, hat sie. Ich glaube, ich müsste eigentlich alles gelernt haben, was ich hier auch habe. Drachenschuppe. Kaktusstachel. Königskrone, genau. Das haben wir von dem Dings da bekommen. Adamantine, Körper. Körper plus 60%. Nicht schlecht. Das hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon, ne? Kannst du schon. Mit Lebenskraft. Okay, gut, dann weiß ich gerade nicht, was sie bringen. Ja, sehen wir irgendwas, so. Irgendwas, was sie im Kampf einsetzen kann. Vielleicht habe ich dann wahrscheinlich Hast, denke ich mal, irgendwie oder so. Geil Plan. Was wollte ich jetzt gerade überhaupt machen? Genau, richtig, Ability. Ich habe gesehen, ich habe noch die Fragezeichen-Flüssigkeit, rumfliegen. Deswegen, wo ist es? Es war ziemlich da, ist es. Melton, kriegst nochmal zwei oben drauf. Was hältst du davon? Läuft gerade in die richtige Richtung? Scheiße. Dreh dich, Kamera! Ja, okay, da kann ich auch wirklich hinfahren. Nein, stopp! Wo ist denn jetzt hier die Karte? Da ist die Karte. Bitte nicht runterfallen? Ich meine, hier war irgendwas. Oder vielleicht täusche ich mich auch. Ich glaube, ich täusche mich. Ach, egal. Wenigstens waren wir jetzt hier, ne? Wir können sagen, dass wir hier waren. So. Südlicher Bereich habe ich eigentlich nicht so wirklich interessiert. Da gab es eigentlich nur das Gefängnis. Aber wir können gerade mal kurz schauen, was wir denn hier alles haben. Windhill! Okay, gut, dann habe ich mich doch vertan. Windhill. Man muss auch immer wirklich darauf achten, wenn man alles sehen will, dass man hier zum Beispiel, ne? Gerade diese Insel. Das war nur Strand und sonst war da nichts. Also Strand und ein bisschen Rasen. Aber da gab es keine Stadt oder sonst irgendwas. Deswegen kommt man gar nicht auf die Idee, da zu halten. Aber oftmals ist es genau auf den Inseln, dass man da irgendwas Tolles findet. Also Dwarf-Punkte oder was weiß ich was. Nimm. Was haben wir hier für Gegner? Ach, dich kennen wir doch schon. Komm, Eisenschneider. Komm. Ach, Mann. Paff. Stirb. Ja, jetzt ganz schön viel Ausdruck, Penner. Zombie-Bruder. Ja, der hat einen ziemlich hohen Körperwert. Das ist das Problem. Also sogar, wenn man Melton im Angriff gucken könnte, ne? Es wäre so gut. Aber nein, geht leider nicht. Hey! 1 AP, wow. Gut, dann gehen wir mal in die Stadt rein. Windhill sollte uns eigentlich schon bekannt vorkommen, ne? Wir dürfen nicht in die Stadt rein, das ist natürlich toll. Och, doch, dürfen wir schon. Wir müssen nur den Eingang benutzen. Wer hätte es gedacht? Ach, da bin ich. Hallo, Kind. Mein Schatten ist jetzt weg. Hallo, anderes Kind. Och, nö, das ist fies. Das ist gemein von dir. Hallo, ich sehe Sie zum ersten Mal. Wollen Sie hier Blumen kaufen? Sehen Sie diese Blumen? Ich habe sie gezüchtet. Sind sie nicht schön? Willst du Karten spielen? Daraus mache ich ein Potpourri oder Wein oder Süßigkeiten. Und auch Medikamente. Sie sind zwar bitter, aber wirken. Süßigkeiten aus Pflanzen. Okay, interessant. Hier gibt es auch irgendwie eine Sidequest. Ich weiß, es hat irgendwas mit einer Vase zu tun gehabt. Die werde ich auch noch machen, aber jetzt noch nicht. Also möchte ich mich hier so ein bisschen umgucken. Weil ich befürchte, dass wir hier früher oder später sowieso hin müssen. Ich glaube, wir sind aber schon Sidequest angekommen. Hallo, Ritter. Den wir nicht ansprechen können. Das ist scheinbar nur eine Rüstung. Uiuiui. Winnie, da gab es nicht irgendwas? Mein Mann ist wegen der Vase leicht verwirrt. Es gibt doch keine Gespenster, oder? Ja, sagt das nicht, Frau. Meine Vase ist weg, das wertvolle Erbstück. In den letzten Tagen passieren wirklich komische Sachen, das waren Gespenster. Warte mal, ich muss gerade meine To-Do-List holen, aber ich krieg's auch hin, ohne das Headset abzunehmen.
Ah, okay, so, okay. Ich guck grad mal. Windhill, Windhill, Windhill. Habe ich irgendwas mit Windhill? Okay, Beat'em-up-Zeitschrift gibt's hier nicht. Waffenzeitschriften gibt's hier auch nicht. Timer Maniacs gibt es auch nicht. Gibt's hier überhaupt irgendwas? Hallo? Ne, 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 ne. Ja, ja, ja. Ich glaube, in Windhill gibt es tatsächlich nur die Sidequests. Wow. Oder? Ja. Gut, okay, gut, alles klar. Also gibt es hier nur diese Vase. Die Tür ist zu. Die auch. Ich vermute mal, die links auch, oder? So, aber ich möchte mal so ein bisschen mehr erzählen über seine scheiß Vase. Komm, komm schon. Beim letzten Besitzer ist sein Auto hineingefahren. Diese Wohnung ist verflucht. Achso. Und da komme ich auch nicht rein. Toll, hey. Ist das ein Bein da, was da hängt? Von dem Ritter, also sieht das aus so ein bisschen. Aha. Ich suche ein Bein. Wo ist ein Bein? Ja, Wein, lass das. Ich habe absolut nichts gesagt. Mach keinen Scheiß, okay? Oh Mann. Da, hier, komm! Mhm. Hallo, kleiner Chocobo. Oh! Huh? Chocobo Kids? Die hat was fallen lassen. Wahrscheinlich das erste Splitterchen der Vase. Da liegt was. Eine Scherbe erhalten! Ich guck grad mal. Ich habe natürlich nicht aufgeschrieben. Nicht aufgeschrieben. wie viele es sind. Aber hey, macht ja nichts. Okay, eine Scherbe haben wir schon mal gefunden. Ich bin schon fast verführt, weiterzumachen, ne? Verdammt! Das motiviert sowas! Ich darf doch nichts finden! Also, ich schätze mal, die werden hier wild überall in der Stadt verteilt rumliegen. So, ich drücke einfach mal... Ich spam gerade X einfach mal zu. Gerade so an verdächtigen Stellen irgendwie, so in Gebäuden zum Beispiel. So, ach, guck mal, wo wir hier sind. Das kennen wir doch hier schon, diese Ortschaft, nicht wahr? Da ist kein Foto drin, ob das jemand mitgenommen hat. Immer noch eingeschossen hier. Wir haben auch nichts getan in all den Jahren. So, wir gehen aber gleich nochmal hoch. Ich mag das Blümchen hier vorne. Oh, ich liebe das, so dieses entspannte Pfeilfeld, sobald man die Freiheiten hat, die man gerne hätte. Vigra gefunden, hervorragend. Ich hab das doch... Ah, ne, ich hab das ja aufgefrischt. Okay, alles klar. Oh! Etwas Rotes liegt da. Aber ich kann es nicht aufheben. Warum kann ich das nicht aufheben? Ich will das Rote da haben. Ich laufe da sogar gegen. Was ist das? Verdammt! Nein! Ich darf einfach nicht. Das ist ärgerlich. Na egal, Gott. Wahrscheinlich ist das die Scherbe, die ich jetzt noch nicht einsammeln darf, weil das erst die vierte ist und nicht die zweite. Ja, ich glaube, so schlimm ist das Spiel nicht. So. Okay, gut. Dann gehen wir mal in das Lädchen hier rein. Oh, hier ist auch alles total verwüstet. In der Bar von Wayne. Aber Scherben finde ich jetzt keine. Ich hoffe mal, dass wir alle Scherben innerhalb von Windhill wenigstens finden. Wäre interessant, wenn es nicht so wäre. So, aber vielleicht muss ich den Kerl auch erstmal ansprechen, ne? Kann auch sein. Wayne? Okay, das wundert mich jetzt gerade selbst ein bisschen. Es ist okay, alles klar. Naja, das ist sie nicht. Was wollt ihr hier? Macht bitte keinen Lärm in meinem Atelier. Atelier. Metal Gear. Möchtest du auch sprechen, Frau? Was guckt ihr mich denn so entgeistert an? Naja, hier gibt es tatsächlich einen Geist. Karten, 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 Karten.
Wir spielen mit ganz neuen Regeln, die aus Ballamp, okay? Ein Kartenspiel gefällt dir? Erstmal gucke ich mir die Regeln an. Dann entscheide ich, ob ich möchte oder nicht. Aufhören. Nein, noch nicht. Also, hier spiele ich tatsächlich nur Karten, wenn ich Karten spielen muss. Nee. Ich habe das Spiel noch nicht mal beendet. Okay, gut, meinetwegen. So. So sich die Augenbrille von mir aus da verbreitet haben, interessiert mich nicht. Ich will mit dem Hund sprechen. Ich darf mit dem Hund nicht sprechen. Lass mich deine Wohnung durchsuchen. Und die Hasen da oben passen immer noch nicht. Ich finde hier nichts. Ich gehe nochmal zurück in das Hauptgebäude da oben, also im Norden. Wer es überhaupt im Norden ist, ich weiß nicht, ob sich vielleicht der Kompass gedreht hat. Und spreche mal den Typen an. Vielleicht sagt er ja sofort so, guck mal, ich habe hier eine Scherbe gefunden. Dann sagt er mir, ja toll, schön, das ist die von meinem Erbstück, bla bla. Wenn du alle findest, mache ich dich reich. Und du kriegst Frauen so viel du willst. So. Was ist mit dir los? Endlich ist sie wieder ganz. Wie ist es eigentlich passiert? Ich hörte ein Geräusch und schwupp lag diese Ritterrüstung auf den Boden. Leitet diese Rüstung unter an Mondsucht? Was ist denn Mondsucht? Diese Scherbe, es ist ein Teil meiner Vase. Oh mein Gott. Lässt sich nicht ändern. Ich werde sie wieder zusammenkleben. Sagt mir Bescheid, wenn ihr mehr findet. Okay. Nein, doch nicht Karten spielen. Doofe Regeln, ich vergaß. Also gerade so dieses Random Hand und Plus, also da werden wir garantiert noch mit konfrontiert werden. Macht euch da keine Sorgen. Das kann ich euch alles noch schön erklären. Das ist für den Arsch. Ich gehe mal nochmal auf diesen roten Punkt zu. Vielleicht, jetzt nachdem ich die angesprochen habe, die Leute. Vielleicht denken sie sich jetzt so von wegen so. Ne? Nein, es ist tatsächlich nichts. Wow. Ich muss gerade nochmal einen Schluck trinken. Oh, und erstmal muss ich die Flasche öffnen. Zeit für ein Duell. Gut. Kaltes, klares Wasser. Jetzt waren wir schon überall fast, wo wir hin können. So eine Scheiße. Oh, hallo. Wir wollen keine Fremden hier, aber es war richtig, Söldner anzuheuern. Ohne die Söldner könnten die Kinder niemals draußen spielen. Wieso? Wegen Monster-Sachen oder was? Anti-Z, okay. Boah. Zieh mal, warum eigentlich nicht? 7-mal Anti-Z, oh mein Gott. Also, dann gehen wir mal hier die Brücke entlang. Oh, ich nehme leider schon ein Stündchen auf, ey. Scheiße, ich habe leider nicht so viel Zeit. Ich hätte so gern so viel Zeit, dass ich hier alles, wirklich die ganze Welt einmal erforschen kann. Oh, eine alte Frau. Red mit mir! Okay, ein Blumenladen. Erstmal gucke ich mich hier um. Alte Frau im Blumenladen. Ob es hier irgendwo eine Scherbe gibt vielleicht? Wer weiß. Interessieren Sie sich für Blumen? Etwas. Sind sie nicht schön? Diese hat mir eine Frau namens Wayne gegeben. Ach genau, die Wayne, ja. Stimmt, ja, sie ist ja auch mal hier. Richtig. Leider ist sie von uns gegangen, nachdem sie mit einem Außenseiter zu tun hatte. Aber diese Blumen sind noch hier. Niemand wusste so viel über Blumen Bescheid wie Wayne. Wayne interessiert's. Ha! Da ist was. Ha! Ich wusste es doch. Eine Blume blüht immer wieder. Ob das Menschenleben genauso ist? Ah, komm. Na, ich glaube, du wirst nicht mehr blühen. Du wirst nur verwelken. Frau. Wie gesagt, ich bin Realist, ne? Saugen, ja, haben wir ja schon jetzt 1000-mal. Ach komm. Warum eigentlich nicht? 14-mal! Wow! Nicht schlecht, Herr Specht. Gehen wir erstmal da lang. Oder? Da ist der Wichser! Ich grüße dich! Hallo! Hey, bleib stehen! Ich will das als Haustier haben. Wow, tschüss! Ach, guck mal, noch eine Scherbe. Interessant. Oh,
oder was anderes. Da liegt was. Noch eine Scherbe. Und aber der zweite auch noch? Oder was ist das? Gieserkraut erhalten, okay. Ja, leider, das spricht jetzt schon die optionale Geschichte an. Die Sidequest, wofür man die Pocket Station braucht, was ich in meinem allerersten Video genannt habe. Es gibt mir ganz viele tolle Items, wow. Weil diesen kleinen Chocobo, den könnte ich wahrscheinlich irgendwann mal steuern. Phönixfeder erhalten. Ich will aber noch mehr haben. Gib mir noch mehr. Give it to me, baby. Aha, aha.